Good afternoon and welcome. Ja, guten Abend und herzlich willkommen. This afternoon I'd like to talk about the foundations of meditation, not so much as is understood in the Theravadan tradition, but I'm very sorry to say, as I have understood it through my own experience. And in some senses there may be some differences there. Heute Nachmittag möchte ich über die Grundlagen der Meditation sprechen. Nicht so sehr so, wie sie gemäß der Theravada-Tradition abgehandelt werden, sondern es tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, eher so, wie ich es selbst erfahren habe. Und es kann sein, dass es da ein paar Unterschiede gibt. It seems to me that in the Theravadan tradition, that is Buddhism as it has evolved in traditional Buddhist countries like Burma, Thailand and Sri Lanka, there is a tendency to see meditation as based on or related primarily to a particular technique. Es scheint so, dass gemäß der Theravada-Tradition, das heißt gemäß dem Buddhismus, wie er sich in Burma, Thailand und Sri Lanka entwickelt hat, dort scheint Meditation, eine Auffassung von Meditation vorzuherrschen, gemäß der Meditation vor allem auf einer bestimmten Technik basiert. And so in my own experience was that when I started becoming interested in meditation, I found that there were three or four teachers who had a particular and very specific technique, and the emphasis seemed to be that all you needed was this technique, and all you had to do was practice it, and that was all you needed. So ging es mir, als ich anfing zu meditieren, ich begann mich für Meditation zu interessieren. Ich traf drei oder vier Lehrer, die signalisierten, dass es beim Meditieren vor allem auf eine ganz bestimmte Technik ankommt. Das soll heißen, wenn man diese eine Technik ganz genau nachvollzieht, dann hat man eigentlich alles getan, was getan werden muss. In fact, somebody once told me that meditation, a teacher told me that meditation is like opening a door. You may have a collection of keys. All you need to do is find the right key, put it in the hole and turn, and the door must inevitably, predictably open. So, wie ein Lehrer es mir tatsächlich erzählt hat, meditieren ist wie das Öffnen einer Tür. Es gibt da eine Reihe von Schlüsseln, ein Schlüsselbund, den man in der Hand hat, und man muss nur den richtigen Schlüssel herausfinden. Und wenn man den dann ins Schlüsselloch hineinsteckt und umdreht, dann muss ganz vorhersehbar und ganz notwendig die Tür sich öffnen. I hope this won't appear to be too radical or offensive, but to me meditation is like playing jazz. Ich hoffe, das hört sich nicht zu empörend oder radikal an, aber für mich ist Meditieren wie Jazz spielen. The jazz musician will take a particular tune and then he will innovate not only according to his idea of making it sound more beautiful, but according to how he feels at a particular time. And although each time he plays it, it might be different. And indeed, each time the way he plays it might be quite different from how it was written. Despite all those differences, the tune is still recognizable. Ein Jazzmusiker nimmt sich eine bestimmte Melodie und wird dann mit dieser Melodie improvisieren, nicht so sehr nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, sondern so nicht mal so, wie er es vielleicht selbst besonders schön findet, sondern so, wie er sich zurzeit gerade fühlt. Das heißt, zu bestimmten unterschiedlichen Zeitpunkten wird er es vielleicht auch ganz unterschiedlich darbieten. Und das Ganze ohne dabei irgendwelchen Regeln zu folgen. I know that in other meditation traditions, in, for example, in the Tibetan tradition, the emphasis seems to be on getting a transmission from a particular teacher. I don't want to go into that too much. That's not a part of the tradition that I come from. But it seems to me that there might be some problems with that idea also. Mir scheint es so, dass in anderen Traditionen, im Tibetischen, scheint es vor allem darauf anzukommen, eine Übertragung oder eine Belehrung von einem bestimmten Lehrer zu bekommen. Darüber will ich gar nicht so viel reden, aber ich habe den Eindruck, dass auch diese
Vorstellung ihre Probleme mit sich bringen kann. And I know in all traditions there is, seems to be this idea that if you've got the right technique or if you've got the right teacher, the perfect teacher, then all you have to do is strain. All you have to do is really try hard, just apply what you've been taught and you'll get where you want to go. Also es scheint mir so, dass es in allen Traditionen so ist, wenn man nur die richtige Technik herausgefunden hat oder den richtigen, den perfekten Lehrer gefunden hat, dann ist alles, was man noch zu tun hat, sich anstrengen, richtig hart zu versuchen, weiterzukommen, und das wird einen dann weiterbringen. It's almost as if, like, if you strain hard enough, you'll lay an egg. Das ist fast so, wie wenn man sich richtig doll anstrengt, dann kann man auch ein Ei legen. But while I am very interested in meditation, I also take quite an interest in Buddhist literature, particularly in the literature of the early Buddhist tradition, the Pali tradition. And it seems to me that these ideas are not actually embedded in the earliest teachings. Nun, auch obwohl ich mich hauptsächlich mit Meditation beschäftige, interessiere ich mich doch auch für buddhistische Literatur, vor allem für die frühe Literatur in Pali geschrieben. Und es sieht so aus, als wenn die frühen Texte dort gar nicht so viel Wert auf all diese Dinge legen, die wir eben besprochen haben. So, when people ask me about, you know, what should I know when I begin meditation, or what should be the foundations of meditation, I always repeat three words. Also wenn mich Leute fragen, was sollte ich über Meditation wissen, was muss ich vor allem über die Grundlagen der Meditation wissen, wenn ich anfange zu meditieren, dann betone ich vor allem drei Wörter. And these three words are piety, sammata and dhammata. Und diese drei Wörter sind piety, Vertrauen, sammata und dhammata. Piety means joy. Das ist so ein Pali-Terminus. Piety heißt Freude. Samatha, this is not S-A-M-A-T-H-A, but S-A-M-A-T-T-A. Samatha means balance. Samatha, also nicht S-A-M-T-H-A, sondern S-A-M-T-T-A. Das heißt so viel wie Ausgeglichenheit. And Dhammata means naturalness. Dhammata, Natürlichkeit, Selbstverständlichkeit. And it seems to me that if you're able to approach meditation keeping in mind these three things, it doesn't really matter so much which technique you're using or from which teacher you got your transmission or what have you, but the practice will go okay. Es scheint so, wenn wir beim Praktizieren der Meditation diese drei Dinge im Gedächtnis halten, ist es gar nicht so wichtig, welcher Lehre wir nun folgen oder welcher Belehrung eines Lehrers wir folgen, sondern dann entfaltet sich die Meditation in einer sehr fruchtbaren Weise. It seems to me the first of this triad, that is piety, is the quiet virtue in Buddhism. I've been reading books on Buddhism for years and years, and very rarely do I see this quality or this state of mind discussed. Mir scheint es so, wenn wir den ersten Terminus Piety nehmen, ist das ein bisschen sowas wie ein stiller, verborgener Wert im buddhistischen Meditation, denn ich finde diesen Terminus kaum diskutiert irgendwo in der Literatur. And yet when you read the teachings of the Buddha, this seems to be discussed all of the time. Und doch, wenn wir uns die Lehren des Buddha selbst nehmen, scheint es, dass hier dieser Terminus ständig besprochen wird. It's a very beautiful word. It's also a very beautiful state of mind. It's very important within the meditation tradition. Ein sehr schönes Wort, das genauso einen wunderbaren Zustand, Geisteszustand darstellt. Sehr wichtig in der Meditation. Some time ago, when I was in Sri Lanka, I was giving a talk about joy, piety. Only instead of using the Pali term piety, I was using the Sanskrit term, which is priyati. And each time I used this word priyati, I noticed my audience sort of was animated in some way. Vor einiger Zeit in Sri Lanka hielt ich einen Vortrag über diesen Terminus Freude oder Piety, und ich benutzte nicht den Pali-Terminus Piety, sondern den Sanskrit-Terminus Priyati.
Ich merkte, jedes Mal, wenn ich dieses Wort aussprach, zuckte meine Hörerschaft spürbar zusammen. Later on I found out that Preti is the brand name for the condoms in Sri Lanka. Später fand ich dann heraus, dass Preti der Markenname der Kondome in Sri Lanka ist. So, I'll use the Pali term, okay? Da habe ich also angefangen, den Pali-Terminus zu benutzen. It seems to me that the whole idea of Buddhism is about overcoming suffering or transcending or transforming suffering. Mir scheint es, dass es im gesamten Buddhismus darüber geht, das Leiden zu überwinden oder das Leiden, dem Leiden was entgegenzusetzen, es zu überwinden. And yet particularly in the traditional Theravadan tradition, the feeling seems to be that the more you suffer, the more you'll understand the Four Noble Truths. Und gerade in der Lehre des Theravada scheint es dennoch so zu sein, dass es fast heißt, je mehr du leidest, umso mehr verstehst du von den vier edlen Wahrheiten. But when I read the teachings of the Buddha, it seems that he emphasizes piety, and there are many synonyms for that word, ananda and pamoja and pamodati. There are numerous terms, synonyms. The Buddha emphasizes this very, very frequently, and I think there are very good reasons why piety is so important in meditation practice. Aber wiederum in den Lehren des Buddha hat vor allem dieser Terminus piety eine große Bedeutung. Da gibt es noch ganz verschiedene andere Umschreibungen für Ananda, Pamoda und andere. Mir scheint es so, dass in der frühen Literatur dieser Terminus eine ganz besondere, wichtige Bedeutung hat. This is what I feel. It seems to me that joy is intrinsically good. It doesn't need to be justified. In a world where there is so much conflict and turmoil, both socially and within the individual, that the state of being joyful and happy and ebullient, that in itself, it doesn't need to be justified. Mir scheint es, dass Freude einen Wert an sich hat. In einer Welt wie unserer, in der so viel Leid geschieht, so viel sich gegenseitig übervorteilen, einander Leiden zufügen, habe ich den Eindruck, Freude überhaupt, das Erleben von Freude, braucht man gar nicht zu rechtfertigen. But quite apart from that, it has very practical uses. For example, in meditation practice, it seems to me that joy is a great motivator. Darüber hinaus hat Freude auch einen ganz praktischen Nutzen. In der Meditation nämlich habe ich den Eindruck, dass Freude eine große Motivation darstellt. No matter how diligently you're meditating, if each sitting becomes just a sort of a drudgery, it's a strain each time, then sooner or later you will lose interest. There is no doubt about it. Egal wie sehr man sich der Meditation hingegeben hat, aber wenn es dann doch so ist, dass jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, das Ganze nur anstrengend wird und man sich durch die Meditation durchquälen wird, wird man irgendwann notwendig das Interesse verlieren. If on the other hand from time to time you have joyful experiences in your meditation, which you will have if you have a mature and balanced practice, nothing fills you with more energy or determination. Auf der anderen Seite, wenn man hin und wieder mal freudige Erfahrungen hat, und die wird man in der Meditation haben, wenn man eine ausgereifte und ausgeglichene Art zu praktizieren hat, dann ist das eine ganz große Motivation. Man wird noch viel motivierter sein, weiter zu üben. I think another value of joy is that it frees you from sense desire. Ich habe den Eindruck, dass ein anderer Wert der Freude ist, dass er uns von sinnlichem Verlangen befreien kann. The Buddha says that sense pleasures are honey sweet, but they cause the mind turmoil, and that's very true. Der Buddha sagt, sinnliches Verlangen ist so süß wie Honig, aber es bringt den Geist dazu, vollkommen in durcheinander zu geraten. So people who take the spiritual path very seriously, they become instantly very colorless. No more videos, no more discos, etc. I must avoid all sense experience. Huh?
Also werden Leute, die den buddhistischen Weg beschreiben, mehr oder weniger farblose Personen. Keine Videos mehr, ich gehe nicht mehr in die Disco. Ich muss versuchen, alle Sachen, die irgendwas mit meinen Sinnen zu tun haben, zu vermeiden. Sometimes you meet meditators like that. They're holy. Nothing could be worse than the holy meditator. Manchmal trefft ihr Meditierende, die schon so heilig geworden sind. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres als diese heiligen Meditierenden. And this meditator decides to put his senses on a diet. He decides to avoid as much as possible sensory stimulation. Was solche Leute machen, ist sozusagen ihre Sinne auf Diät setzen. Die versuchen so weit wie möglich alle Sinnesreize zu vermeiden. He may succeed, he may not. Damit, es kann sein, dass man damit Erfolg hat, kann auch nicht sein. But if in your meditation and hopefully overflowing into your daily life you have more joy, the pull of sense pleasures is weakened. Aber wenn du in deiner täglichen Meditation und hoffentlich auch aus der Meditation heraus bis ins tägliche Leben hinein reichend du Freude erfährst, dann ist die Anziehungskraft von Sinnesdingen, von sinnlichen Verlangen viel geringer geworden. And in fact, if you both in your life and in your practice there is more joy, more lightness, sense pleasures become decidedly third rate. Und wenn es so ist, dass in deinem Leben wie auch in deiner Übung viel mehr Freude vorherrscht, das Ganze mit sehr viel mehr Leichtigkeit vorangeht, dann wird sinnliches Verlangen immer mehr zu einer drittrangigen Sache. You don't give them up, they give you up, as it were. Es ist nicht so, dass sinnliches Verlangen, dass man selber sinnliches Verlangen abgibt, sondern das sinnliche Verlangen gibt einen ab. There's a very interesting story that the Buddha tells in relation to that. It's about the land without birds. Es gibt eine sehr interessante Geschichte, die der Buddha zu diesem Thema erzählt, über ein Land ohne Vögel. It seems in ancient times some Indian merchants went to the land of Barbaro, probably somewhere in Yemen or somewhere like that. And as they were sailing along on the ship, as they left the port in India, a crow happened to be nesting on or resting on the ship, and this crow just ended up following the ship. Also es scheint so, dass in sehr frühen Zeiten indische Händler zu einem Land Barbaro gefahren sind, vielleicht in Jemen oder irgendwo dort. Und als sie mit ihrem Schiff in See stachen, passierte es, dass eine Krähe sich dort oben auf dem Mast eingenistet hatte und die folgte dann dem Schiff ständig. And during the voyage, the sailors threw its scraps and what have you, and it just continued with the ship. Und während der Reise fütterten die Matrosen dann den Vogel und wie es dann so kam, folgte dem Schiff immer weiter nach. And when these merchants got to Barbaro, they put out their wares, their silks, their spices and what have you, and the people of Barbaro gathered around, but they weren't interested in cloves and cinnamon. When they saw this bird, this ugly, wretched, harsh-voiced crow, this really fascinated them. They had never seen an animal that could move through the air before. Und als die Händler dann ankamen in Barbaro, breiteten sie da ihre Seidenstoffe aus und ihre ganzen Waren, Gewürze, Cinnamon und so. Aber die Leute in Jemen waren überhaupt nicht interessiert an all dem, was sie da nun ausbreiteten. Das Einzige, was sie interessierte, war diese zerrupfte Krähe mit dieser hässlichen Stimme. Sie hatten noch nie ein Tier gesehen, was durch die Luft fliegen konnte. They bought this wretched old scruffy old crow for some enormous amount of money. The people took it in procession, put it in a golden cage, and fed it sumptuous food off a silver plate. Sie kauften diesen zerrupften alten Vogel für eine enorme Summe von Geld, taten ihn in einen goldenen Käfig, machten eine Prozession hinter ihm her und ernährten ihn mit ganz tollen Leckereien von einer Silberplatte. Now these merchants realized they were onto a good thing here, to get 1,000 gold pieces for a crow. So they decided next time they came back they'd bring more.
Also haben die Händler gemerkt, das ist wohl eine gute Sache, auf die wir hier gestoßen sind. 1000 Goldstücke für eine Krähe, na, da werden wir das nächste Mal ein paar mehr davon mitbringen. So next time they returned not with another crow, but with a peacock. Also das nächste Mal, als sie kamen, kamen sie nicht mit einer Krähe, sondern sie brachten einen Pfau. As soon as the people of Barbaroos saw the peacock, they lost interest in the crow very quickly. Als die Menschen von Barbaro diesen Pfau sahen, verloren sie das Interesse an der Krähe ziemlich schnell. The Buddha tells this story in relation to the idea of joy and sense pleasures. When you become more joyful, and I don't necessarily mean here jumping for joy all of the time, it can be a calm, serene joy. When you have more of that in your life, sense pleasures don't have such a pull on you, and thus the mind can become calmer. Der Buddha erzählt diese Geschichte in Beziehung zu sinnlichem Verlangen und zu Sinnesreizen. Damit ist gar nicht gemeint, dass man sich nun enorm hingibt diesem sinnlichen Verlangen. Es kann eine sehr ernsthafte Beschäftigung mit den Sinnen sein. Aber wenn man von der Freude ausgeht und eine richtig gut gegründet ist in der freudigen Praxis, dann verlieren die Sinnesreize an Interesse. People sometimes ask me, they're practicing meditation, and they say, how can I know if it's working? Manchmal fragen mich die Leute über ihre Meditationsübungen und wollen wissen, ja, woher weiß ich denn, dass das funktioniert? I usually say, if you're not in the psychiatric hospital so far, it's okay. Normalerweise antworte ich ihnen, also wenn du bis jetzt nicht in einer psychiatrischen Klinik gelandet bist, dann ist das schon okay, was du da machst. But certainly, listening to meditators talk about their practice, it sometimes seems that they see success in practice in terms of how long they can sit for, or how still they can sit for, or something like that. Ja, aber wenn man nun Meditierende über ihre Übungen sprechen hört, dann scheint es ganz oft so zu sein, dass sie der Meinung sind, das Wesentliche daran ist, wie lange sie nun sitzen können oder wie still sie dabei sitzen können. Alles solche Dinge. Or sometimes in these very technique-oriented approaches to meditation, success seems to be that, you know, like on Friday night you see a light, or on Saturday morning you've reached the fifth stage of this or that or the other. Success seems to be judged in terms of that. Oder in den mehr technikorientierten Richtungen ist es vielleicht dann so, dass Freitagnacht siehst du dann ein Licht, oder vielleicht Sonnabendmorgen hast du dann die fünfte Stufe von diesem oder jenen erreicht. Das scheint das zu sein, was dann in solchen Wegen sehr wesentlich ist. I think there are several more reliable ways of judging your success or growing maturity in meditation, but one of them is that you are more joyful. Ich glaube, es gibt sehr viel verlässlichere Arten herauszufinden, ob die eigene Meditation erfolgreich ist. Es gibt eine ganze Reihe von Arten, das zu testen, aber eine von ihnen ist, zu merken, dass man mehr Freude empfindet. My God, what's the point if it just makes you miserable? Ich meine, was ist denn der Sinn davon, sich unwohl zu fühlen? If you can look back and you can say, my mental life is less complicated, I'm starting to come to terms with past experiences and not be so hurt by them, so affected by them. I find myself getting into less complications with the people with whom I have a relationship, and generally I feel happier, then I say that your meditation must be going okay. Ich denke schon, wenn man meditiert und man blickt dann zurück und sagt, also ich habe jetzt nicht mehr so viele Schwierigkeiten mit vergangenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die verletzen mich nicht mehr so. Ich komme sehr viel besser und entspannter mit meiner Partnerschaft zurecht. Ich habe allgemein mehr Freude im Leben. Dann würde ich sagen, ja, das ist doch ein schöner Erfolg der Meditation. One other thing that I think, there's several other things, but one thing in particular I think is very useful about a meditation, a joy in meditation, is that it can help you heal past wounds. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, aber eine besondere Sache an der Freude in Meditation, denke ich, ist, es kann dir helfen, vergangene Verletzungen, vergangene Wunden zu heilen. The spiritual path is not like a race. You know, in a race, a running race, everybody starts from the same point. But in meditation, that is not so. Everybody who comes to meditation brings with them an entirely different past.
Der meditative Weg ist nicht so sehr wie ein Wettrennen. In einem Wettrennen fängt jeder am gleichen Punkt an. Aber mit der Meditation ist es doch so, jeder bringt eine ganz andere Vergangenheit mit sich. And some people have deep and unhealed wounds, psychological scars, psychological wounds. Manche Leute haben sehr tiefe und ungeheilte Wunden, psychologische Wunden oder Verletzungen. And sometimes the feeling is that one of the purposes of meditation is to heal my wounds, but that may not necessarily happen. Das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb man anfängt zu meditieren, damit die eigenen Wunden geheilt werden. Aber notwendig muss das nicht passieren. If you're a neurotic and you meditate, you just might meditate in a neurotic way. Wenn jemand ein Neurotiker ist und meditiert, dann wird er vielleicht nur in einer neurotischen Weise meditieren. Joy can be extremely useful in healing past psychological wounds, freeing you from them, so that you can then meditate in a less neurotic way. Freude kann sehr gut helfen dabei, vergangene psychische Wunden zu heilen, einem ein Stück Abstand von ihnen zu geben, so dass man dann in einer sehr viel weniger neurotischen Weise meditieren kann. Now there are many ways that this can be done, but I've only got an hour, so I'm going to be very brief. There is a meditation taught by the Buddha called Metta Bhavana. Es gibt sehr viele Weisen, wie man das erreichen kann, aber da ich nur eine Stunde Zeit habe, will ich mich kurz fassen. Es gibt einen Weg, den der Buddha Metta Bhavana genannt hat. The development of great kindness. Die Entfaltung der liebenden Güte. And one of the principles here is that you develop kindness and love towards yourself. Eine der wesentlichen Dinge hier ist, dass du gegen dich selbst Güte entwickelst und hegst. And when you are doing this meditation, if you have elements of joy in your practice, it makes this process much easier. Und wenn du eine Meditation führst, in der du immer wieder Freude auch gegen dich selbst empfindest, macht es diesen Prozess sehr viel einfacher. It's the last so many years I've lived in Sri Lanka, and from time to time I teach Westerners and I teach Sinhalese, and it's very interesting seeing the differences in their inner life between Westerners and Sinhalese. In Sri Lanka ist das so, dass ich von Zeit zu Zeit westliche Menschen lehre, und von Zeit zu Zeit lehre ich auch an Sinhalesen Meditation. Es ist ausgesprochen interessant zu sehen, wo da die großen Unterschiede im inneren Leben bestehen. Certainly it is not uncommon to you know, Westerners, particularly Americans, as soon as you meet them, they do a bit of meditation, they start pouring their heart out, all their problems and what have you. And it's not uncommon that they, although they may not articulate it in that term, it's not uncommon that they hate themselves or feel that they're unworthy in some way. This is certainly common. Bei westlichen Menschen ist es oft so, besonders bei Amerikanern, wenn sie mal angefangen haben zu meditieren, dann braucht es gar nicht lange, bis sie beginnen, einem das Herz auszuschütten über alle Probleme, die sie haben. Und es kommt heraus, ganz oft hassen sie sich selbst, haben einen sehr niedrigen Eindruck von sich selbst und können sich nicht leiden. In all the years that I've been with Sinhalese, I've never met a Sinhalese who hated himself. In all den Jahren, die ich mit Sinhalesen zusammen war, habe ich noch nie einen Sinhalesen gefunden, der sich selbst hasst. They can be screwed up in other ways, but not in that way. Die können in anderen Formen recht verdreht sein, aber in dieser Weise nicht. And of course, if you have difficulties with yourself, that complicates everything that you do. So that unless you can come to terms with yourself, no matter how diligently you meditate, it may not work. Joy is very important in curing your relationship with yourself, if it is a difficult one. Wenn du Schwierigkeiten mit dir selbst hast, dann macht das alle anderen Dinge furchtbar kompliziert. Freude ist eine der Sachen, die die Beziehung zu sich selbst, zu einem selbst, sehr viel vereinfachen und da von dort ausgehend dann auch alle anderen Dinge, die man tut, sehr viel einfacher machen kann. The second of these triads I'd like to talk about is Samatha or balance, poise. Der zweite Begriff dieser Triade, über den ich sprechen möchte, ist Samatha oder Ausgeglichenheit.
There is a thing called the seven factors of enlightenment, which the Buddha talks about, and there's another thing called the five faculties. Es gibt da die sieben Faktoren der Erleuchtung, von denen der Buddha spricht, und dann gibt es die fünf Fakultäten, Bereiche. And the Buddha talks about the need of balancing one or sometimes several with the other. Der Buddha spricht davon, dass man alle diese oder einen von ihnen, vielleicht auch mehrere, miteinander ins Gleichgewicht bringen muss. Most of these things are quite common sense. For example, he talks about the need to balance faith with wisdom. Ja, viele davon sind relativ selbstverständlich. Zum Beispiel, wenn er davon spricht, dass man Vertrauen mit Weisheit in Einklang bringen muss. The importance of balancing determination with stillness and tranquility. Oder die Wichtigkeit, dass man Anstrengung in Ausgleich bringt mit Ruhe. But although they appear to be common sense, you don't always find such a an understanding of the need to have all of the faculties in one's practice in one's life harmoniously poised against each other. Aber obwohl das so selbstverständlich scheint, ist es gar nicht so ohne weiteres einzusehen, warum man denn in der Meditation alle diese verschiedenen Faktoren in einer ganz ausgeglichenen Weise miteinander in Einklang harmonieren lassen muss. In the meditation center where I sometimes teach, it's very, very common. We try to give people a theoretical understanding of the Buddha's teaching and also practical experience through meditation. And it's very, very common that people, they don't want to know any of the background. I just want to meditate, they say. In dem Zentrum, in dem ich manchmal lehre, ist es so, dass wir versuchen, den Leuten einerseits ein theoretisches Verständnis der Hintergründe der Meditation, der buddhistischen Lehre zu geben und andererseits die Praxis zu erläutern. Ganz viele Leute sagen, also mit den Hintergründen will ich nichts zu tun haben. Ich möchte praktisch meditieren. They dismiss everything like that as, oh, that's just theoretical. I'm not interested in that. Die lehnen ganz viele Sachen ab, einfach nur mit dem Satz, das ist ja Theorie, damit will ich nichts zu tun haben. I think in some Buddhist traditions, perhaps the Tibetan tradition, there might be quite a lot of imbalance between faith and wisdom. Lama says, the sky is green, then the sky is green. I swallow everything. Vielleicht ist es so, dass in anderen Traditionen da eine starke Unausgeglichenheit zwischen Vertrauen und Weisheit ist. Vielleicht ist das im Tibetischen so, wenn da ein Lama sagt, der Himmel ist grün, dann ist der Himmel grün. Ich schluck das alles. Some of the Theravadins give you the impression that they can think their way to Nirvana, you know? Dagegen scheint es bei einigen Theravadins so zu sein, dass sie dir den Eindruck geben, als wenn sie sich ins Nirvana hineindenken können. Sitting down, drawing up all these Abhidhamma charts with all the states of mind on them. You've got it all worked out. Indem sie sich hinsetzen und da all die verschiedenen Geisteszustände, von denen im Abhidhamma die Rede ist, gegeneinander ja, zu vergleichen und sich genau klar zu machen. But perhaps the most common lopsidedness is when it comes to energy or determination. Aber die größte Unausgeglichenheit, da wo es am meisten schief liegt, scheint jedoch zu sein, wenn wir uns an Energie und an ja, Anstrengung anstrengen. It seems to be to me that the nature of our culture, Western culture, particularly European culture, is that if we really want something, we can get it. Mir scheint es die Natur unserer westlichen Zivilisation zu sein, dass dem zugrunde liegt, wenn wir wirklich etwas haben wollen, wenn wir uns nur genug anstrengen, dann kriegen wir es auch. The harder we try, the more we strain, the more we'll get what we want. Je mehr wir es versuchen, je mehr wir da Anstrengung hineinlegen, umso mehr werden wir auch erreichen, was wir wollen. And of course what happens is what you want, which is tranquility and calm, is the very thing that you don't get, because this tension, this strain keeps that at bay. And so inevitably the person tries harder and harder. Und natürlich ist es so, wenn man Ruhe und Geistesruhe und Stille erreichen will, ist es eben genau das, was man dadurch nicht erreichen kann, weil Anstrengung und sich stark anstrengen hält eben gerade die Geistesruhe zurück. Was dann passiert ist, man strengt sich noch mehr und noch mehr an. But it's very interesting if you read how the Buddha described his progress towards enlightenment.
Aber es ist sehr interessant, wenn wir uns ansehen, wie der Buddha seine eigene Entwicklung in Richtung Erleuchtung beschrieben hat. Once a god, a little sort of fairy or an angel, came down to the Buddha and said, "How did you cross the stream?" Einmal kam eine Gottheit, vielleicht sowas wie eine Fee oder ein Engel, zum Buddha und fragte ihn, wie hast du den Strom überschritten? And he said, "Nachasari na pachasari, neither by trying or by not trying." Und der Buddha antwortet, "Nachasari na pachasari, weder durch Anstrengung noch durch Nichtanstrengung." And it's very interesting because this is one of the areas where Buddhism, or at least the early Buddhist tradition, seems to coincide with Taoism, this idea of doing by not doing. Sehr interessant, gerade hier in dieser frühen Form des Buddhismus scheint es so zu sein, dass es hier so ganz ähnlich zugeht wie im Taoismus. Etwas erreichen, indem man es nicht erreichen will. Exactly how you do that, perhaps we can talk about some other time, but as far as balance is concerned, I think it is best described by the Buddha, where he said you should practice as if you were catching a quail with your hands. A quail, you know, quail? Things in water, flowing water. No, there are people eat them. God knows how they could do that, but they're sort of a lovely, delicate little game bird. They live in the grass. Wachte. Wachte, yeah. Ja. Also wie genau man nun diesen Weg beschreitet, das erkläre ich vielleicht ein andermal. Aber hier eine Sache, die der Buddha erklärt: der spirituelle Weg ist ein Stück weit wie wenn man eine Wachte fangen möchte. This is very meaningful to me because some time ago I went to a private zoo and these people were breeding quail, Wachtes. Für mich eine sehr bedeutsame Sache. Ich bin eines Tages in einen privaten Zoo gegangen und dort wurden Wachteln gezüchtet. And I immediately thought of the Buddha's discourse where he talks about Vaktas, quails. And so I asked the people if I could touch one. Ich musste gleich an die Lehrrede denken, wo der Buddha vom Fangen von Wachteln spricht und fragte die Leute da, kann ich mal eine berühren? And I picked it up and I could feel its little heart beating. And I could feel the warmth of its feathers, and I could feel it nestling in my hands. Ich hob eine auf und ich konnte richtig ihr Herz schlagen hören. Ich fühlte die Wärme ihrer Federn und wie sie sich da in meiner Hand sich zurecht wurzelte. And the Buddha says, if you squeeze it too tight, you'll kill it. If you don't hold it tight enough, it'll fly through your fingers. So you have to have this real sensitivity of what's happening at this very moment to know when to tighten, when to loosen. Der Buddha sagt, wenn du die Wachtel zu stark drückst, bringst du sie um. Wenn du sie zu locker hältst, wirst du dir wegfliegen. So ist es in der Meditation. Man muss genau den richtigen Weg finden, wann fester zuzupacken und wann wieder etwas zu lockern. In Sri Lanka, people always err too much on the side of laziness. They're very passive people. Westerners, they always err on the side of trying too hard. So it is important to emphasize perhaps the softness, the gentleness, the stillness more than the energy, the determination. In Sri Lanka machen viele Leute den Fehler, dass sie zu sehr auf der Seite des die Sache locker nehmen, ruhig bleiben sehen. Während hier im Westen sind wir immer zu sehr auf der Seite, zu stark Energie reinzustecken und anzustrengen. Und deshalb ist es für uns vielleicht wichtig, mehr die Stille, das Entspannende zu betonen. Other things in which balance should be considered. One is in study and practice. Eine andere Sache, wo man Ausgewogenheit bedenken muss, ist zwischen dem Studium und der Übung. One is in fellowship and solitude. Oder was Gemeinschaft und Einsamkeit angeht. And perhaps a more neglected one is the balance between seriousness and lightheartedness in practice. Und vielleicht etwas weniger beachtet, die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und die Sache eher locker nehmen in der Übung. It's very fascinating that the Pali term is the exact equivalent to the English. Lightheartedness, lahu chitta. Chitta means heart and lahu means light.
Sehr interessant. Im Englischen wie im Deutschen wäre der Pali-Terminus genau das Äquivalent zu Leichtherzigkeit, eine Sache leicht zu nehmen. Not only Buddhists. It seems to be common in with people who become religious or involved in spiritual paths. Quite often they end up becoming holy bores. Nicht nur im Buddhismus ist das so. In vielen religiösen Traditionen ist es vielleicht so, dass Leute nach und nach immer mehr zu so einer Art heiligen Langweilern werden. It's almost as if they suffer from their religion. Fast als wenn sie eher leiden an ihrer Religion. On the other hand, a sense of humor and lightheartedness can be a way of fobbing off what are very serious problems that need to be dealt with. Auf der anderen Seite kann es sein, dass Leichtherzigkeit eine Art ist, sehr ernsthafte Probleme, um die man sich kümmern muss, einfach beiseite zu lassen. One's behavior, particularly one's behaviors towards others, may be exploitative or something like that, and somebody points it out to you and you just fob it off by making a joke. Zum Beispiel Verhalten, das eigene Verhalten gegenüber anderen. Es kann sein, dass man da jemanden sehr ausnutzt und man kriegt das gesagt und wenn man dann sehr leichtherzig die Sache zur Seite tut und einen Witz macht. On the other hand, getting out of samsara, the whole phenomenon of samsara is a serious business. I think in the Dhammapada, the Buddha says, when the whole world is on fire, why all this giggling and laughter? So wie mit dem gesamten Samsara auch. Ne? Ich denke mal, das Entkommen aus dem Samsara ist eine sehr ernste Angelegenheit. Buddha hat mal gesagt, wenn die ganze Welt brennt, was dann dieses ganze Herumscherzen und Herumalbern? On the other hand, sometimes what can you do but laugh at your own sort of foolishness and your follies and your shortcomings? Auf der anderen Seite, was kann man manchmal machen als lachen über die eigenen Dummheiten, die eigene Beschränktheit und die Sachen, die man immer zum Falsch macht? So these are some things I think where, and there are others, these are some things where I think balance needs to be maintained in your practice. Das sind ein paar von den Dingen, von denen ich denke, wo Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit zum Teil der Übung werden sollte. The third of the triads is Dhammata. Die dritte dieser Triade, Dhammata. Which seems to be the most neglected concept in the early Buddhist tradition. Das scheint dasjenige Konzept zu sein, was in der frühen buddhistischen Tradition am allermeisten vernachlässigt wurde. And yet it is discussed by the Buddha. Und doch diskutiert der Buddha dieses Konzept. There is a simile in one of the books where the Buddha says a mother hen does not need to always be thinking, oh, when will my eggs hatch? Also, es gibt ein Gleichnis in den buddhistischen Schriften über eine Henne. Die Henne muss nun nicht ständig sich Sorgen machen und nachdenken, oh, wann werden meine Küken ausschlüpfen? Because if she has sat on the eggs properly, if she has brooded them correctly, if she has turned them sufficiently, they'll hatch when they're ready. Denn wenn sie in der richtigen Weise auf den Eiern gesessen hat, wenn sie sie korrekt bebrütet hat und sie ordentlich gewendet hat, dann werden die von selbst ausschlüpfen. And then he said it's the same with a meditator. A meditator does not always have to be thinking, oh, when will my mind be free? If he or she is doing their practice properly, that freedom will emerge when it's ready. Genauso mit einem Meditierenden, sagt der Buddha, auch ein Meditierender muss nicht ständig nachdenken, oh, wann wird mein Geist befreit werden. Wenn er seine Praxis richtig voranbringt und richtig entwickelt, dann wird die Befreiung von selbst auftreten. Now it seems to me the idea of being natural is a very popular one nowadays. Ich habe den Eindruck, die Idee, natürlich sein zu müssen, ist heutzutage sehr populär. You can sell almost anything to anybody if you can convince them that it's natural. Man kann fast alles an fast jeden verkaufen, wenn man die Leute nur davon überzeugt, dass das selbstverständlich natürlich ist. Some time ago I was talked into going to a New Age festival. Vor einiger Zeit wurde ich dazu überredet, zu einem New Age Festival zu gehen. I swear I'll never be talked into that again. Das wird mir bestimmt nicht nochmal passieren, das schwöre ich.
But amongst the many, many things I saw for sale, and in that sense it was very old age, it was very commercial, amongst the many things I saw for sale was a natural fingernail polish remover. Zwischen all den Dingen, die ich da gesehen habe, das Ganze war sehr kommerziell, war unter anderem ein natürlicher Nagellackentferner. I actually bought a bottle. I thought it was worth actually having some. Ich habe mir tatsächlich davon eine Flasche gekauft, weil ich dachte, also sowas zu haben ist doch mal was. But isn't it fascinating? It must to a conflict between how you actually are and how you would like to be, the ideal and the reality, as it were. And once again, this is not the way to liberation. Also ich denke mal, man kann den Leuten dafür keine Schuld geben, dass sie versuchen, so heilig sich zu geben in der Meditation oder so, aber hier entsteht eben dann tatsächlich ein Konflikt zwischen dem, was man tatsächlich ist und dem, was man sein möchte, zwischen der Realität und dem Ideal. Und das ist nicht der Weg zur Befreiung. Now at what time you simply coast, you put into place the various spiritual faculties and simply coast, patiently waiting for the changes to arise spontaneously, this I cannot tell you. Ja, zu welcher Zeit man damit anfängt, einfach abzuwarten, sich zur Ruhe zu setzen und die verschiedenen geistigen Eigenschaften miteinander auszugleichen und einfach ruhig zu bleiben, zu gucken, was kommt. Das weiß ich nicht, zu welchem Zeitpunkt das anfängt. But one needs to keep in mind that at some point in your practice simply you have to let things be. Aber man muss im Gedächtnis behalten, dass an einem bestimmten Punkt der Übung muss man einfach damit anfangen, die Dinge geschehen zu lassen. And it seems to me when you do that, when the changes come, they come almost unnoticed. Und mir scheint es so, wenn man das tut, dann entwickeln sich die Dinge, wenn sie sich denn entwickeln, wenn sie entstehen, fast unbemerkt. And they are effortless rather than maintained through determination. Und das Ganze geschieht dann anstrengungslos, als durch starken Willen, starke Anstrengung aufrechterhalten. And in that sense they are genuine. Und in diesem Sinne sind sie dann natürlich, selbstverständlich. So, to me, the spiritual path is not a matter of getting the right technique or restraining or what have you. It is keeping in mind that however you do your practice, you remember the importance of being joyful in your practice, of rejoicing in the fact that you've come into contact with the spiritual path, with the Buddha's teaching, and that through your practice you become happier. Insofern ist es für mich nicht so wichtig, auf dem spirituellen Weg eine bestimmte Technik nachzuvollziehen oder sich besonders anzustrengen in einer bestimmten Weise, sondern mehr und mehr Freude zuzulassen, sich darüber freuen zu können, dass man mit der Lehre des Buddha in Kontakt gekommen ist und auf diese Weise immer mehr entspannt zu werden und einen entspannten Weg zu finden. It requires that you be sensitive not only to yourself at any one time, but to how you have changed, if indeed you have changed over time, that how you have changed and making the required adjustments to keep poise, keep balance in what you are doing. Also es scheint zu sein, dass man dafür sehr aufmerksam werden muss, wie man, in welchem Zustand man selbst ist, wie man sich entwickelt hat, wenn man denn eine Entwicklung durchgemacht hat mit der Zeit. Und aus dieser Aufmerksamkeit heraus immer wieder in eine Ausgeglichenheit reinzukommen, die verschiedenen geistigen Zustände immer wieder ausbalancieren zu können. And that you allow changes to come when they are ready, which requires that you be accepting and patient. Was einen dazu bringt, Veränderungen, wenn sie denn kommen, geschehen zu lassen, bereit sein für sie und sich auf sie einlassen zu können. To me, these are the foundations of meditation practice. Für mich sind das die Grundlagen der Meditationsübung.